Hey Leute, ich bin's Emma und das ist jetzt der nächste Teil von diesen sehr spannenden, interessanten Videos da. Auf alle Fälle waren wir gerade oder... Nein, stopp. Vorhin oder haben wir in dem letzten Teil diese American Eagle Dingens da angeschaut und dieses Teil da, keine Ahnung wie die heißen, also ja. Und jetzt in diesem Video schauen wir uns das und das an. Sieht auf alle Fälle krass aus. Ich glaube, wir schauen es einfach mal an, ne? Ich komme auf alle Fälle für diese ganzen Gebäude nicht klar. Lease, okay. Aber was braucht man dafür? Nein, das heißt, wir können es nicht mehr angucken. Wie sad. Dann schauen wir uns einfach nur die zwei an. Nein, noch nicht jetzt. Okay, ein kleiner Einkaufsladen, Supermarkt da. Was ist das? Ist das ein Snowcone? Oh mein Gott, geil. Okay, gut. Das sieht nice aus. Oh mein Gott, das ist ja voll knuffig. Wie süß. Die Waschmaschinen sind ein bisschen groß, oder? Ach, ist es in der Stadt? Ach so, ja klar, Apartments macht ja auch Sinn. Exit. Wohin exiten wir denn da? Exiten wir. Oh mein Gott, das ist eine Park. Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, wie geil. Es gibt da einfach eine Parkgarage. Wie cool. Okay, also eine Tiefgarage haben wir da schon mal. Auf 2 wollten wir jetzt. Okay, sehr hohe Decken. Ein bisschen empty. Ach süß, klein. Ein bisschen bunt, finde ich. Also mir wäre es zu bunt. Aber es ist trotzdem voll knuffig. Ein sehr bequemes Bett. Und ein... Okay. Ja gut, also... Ich fände das jetzt nicht gerade so grandios. Also mein Favorit wäre das nicht, aber ich habe halt auch diesen Game Pass, also können wir nicht viel anderes da buchen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal noch dieses andere. Oh, eine goldene. Okay, das gefällt mir schon besser. Das sieht cool aus. Ich finde diesen Boden immer cool. Eine Aussicht auf die Stadt, das finde ich auch nice. Was haben wir hier noch? Sehr empty, aber sehr, sehr cool. Okay, ich finde das schon besser, aber also sehr nice. Leider können wir die anderen nicht ausprobieren, die anderen Zimmer. Wenn ihr diese Game Passes habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja gut, das ist das Apartment. Dann haben wir das ja auch fertig und dann ist das auch nochmal so ein Hotel. Gut. Also, wieder einen tollen Shop. Wieso habe ich gerade Also gesagt? Ist das was? Hä, ist doch genau das gleiche wie davor, nicht? Jetzt bin ich durcheinander. Okay, egal. Wir schauen uns trotzdem das nochmal an. Also hier waren wir jetzt schon, zumindest ein bisschen. Okay, es ist sehr groß, sehr pink. Was zum... Hier ist so eine Mini-Toilette, ne? Und dann hier einfach so riesen... Okay, gut. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ist hier ein Restaurant oder so? Ja, sieht danach aus. Also mir ist es zu pink, wahrscheinlich soll es so Aesthetic sein. So. Oh, Fitness Center, da will ich hin. Sehr viel Platz. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan davon, wenn so viel Platz da ist. Nochmal Riesentoilette, ja. Und hier haben wir mein Zimmerchen. Okay, das Zimmer gefällt mir. Das Zimmer ist cool, ja, das finde ich nice. So ähnlich wie in dem anderen, aber das ist... Oh, ist das süß? Ah, okay. Geh nochmal zur Lobby und buchen das andere Zimmer hier. Ja, dann gehen wir direkt mal zum Zimmer. Okay, groß, sehr groß. Boah, ist das schon cool, wenn man so ein Hotelzimmer hat. Oh mein Gott, dieser Ausblick. Okay, ich lieb. Hä, was ist denn für ein Monsterbalkon? Schon krass. Okay. Krass, also es ist immer noch sehr viel Platz, so teilweise. Finde ich aber mega. Also ich finde es hier tatsächlich ein bisschen zu groß. So ein kleines bisschen. Aber ich finde es trotzdem, also ich finde es cool. Und hier ist noch die großen. Okay, das ist hier teilweise was größer als ein Haus. Oh mein Gott, okay, das sieht richtig nice aus. Oh mein Gott. Sehr luxuriös. Ja, okay, gut. Das ist schon cool. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Hotelzimmer wart. Ich habe auf alle Fälle noch nicht so eins gesehen. Oh mein Gott, ich will auch in so ein Hotel.
Ich will nicht wissen, wie teuer das ist. Oh mein Gott, ich finde das cool. Okay. Das ist sehr cool. Und damit haben wir auch, sage ich jetzt mal, glaube ich, alle hier und da fertig. Ja, ich werde auch vielleicht mal wieder einen Livestream machen. Schreibt mir dafür gerne Datum und Uhrzeiten in die Kommentare. Und dann schaue ich mal, wann ich den machen werde. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!